Jungs, Mädels, seid ihr bereit? Herr Müller ist schon wach. Was? Der ist zu früh. Normalerweise steht er um 4.45 Uhr auf. Keine Sorge, ich übernehme. Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Memograf RSG 45 von Endres und Hauser. Ich bin der Ordnungshüter dieser Heizzentrale hier. Ich sorge dafür, dass immer genügend Warmwasser zur Verfügung steht und Sie in Ihren Wohnräumen angenehme 21 Grad vorfinden. Das ist aber nicht ganz einfach. Ich muss mich echt konzentrieren, um niemals in eine Versorgungslücke zu geraten. Du musst dich konzentrieren? Papalapap! Die Außentemperatur liegt im Minusbereich und ich gewinne immer noch kostbare Wärme über die Luft. Das ist die wahre Meisterleistung. Lässt du mich vielleicht mal ausreden? Ich bin ja noch gar nicht fertig. Wir alle hier vollbringen Höchstleistungen. Genau. Spiel dich nur nicht so auf, Wärmepumpe. Du bist erst seit der Installation des Memographs ein Meister. Nicht streiten. Ich würde mal meinen, dass wir nur gemeinsam wahre Meister sind. Denn ohne meine Sonnenenergie werdet ihr nur halb so wirtschaftlich und effizient. Genau. Nehmen wir als Stichwort die Energieeffizienz. Das ist nämlich meine Hauptaufgabe. Durch meine Kontrollfunktion werdet ihr nach individuellen Bedürfnissen gesteuert. Gerade frühmorgens ist es wichtig, dass die Hausbewohner nicht auf einmal im unbeheizten Bad kalt duschen müssen. Ich bin echt froh, dass du hier bist, Memo. Seither harmonieren wir viel besser. So als hätten wir endlich einen Dirigenten für unser Orchester. Schönes Bild, aber so stimmt das ja auch nicht ganz. Du bist derjenige, der dafür sorgt, dass alles reibungslos läuft. Zum Beispiel schaust du dafür, dass die Wärmepumpe zwischendurch abdampft. Musst du das so hervorheben? Jeder muss sich zwischendurch mal regenerieren. Das ist ganz wichtig, denn ohne diesen heiklen Abdampfprozess würde ich vereisen. Natürlich. Und dein Abdampfprozess ist um Welten fortschrittlicher als der primitive Rauch, der aus dem Nachbarshaus steigt. Wir sind höchst effizient, obwohl wir täglich mit Komplikationen von außen zu kämpfen haben. Ich sage nur Planungssicherheit. Der Energieversorger verlangt von uns, dass wir dreimal täglich für 2 Stunden ohne Wärmepumpe funktionieren. Das gelingt uns nur, wenn wir genügend große Energiespeicher einsetzen. Ich bin zur Stelle. Ist es denn schon wieder soweit? Nein, nein. Wir haben die letzte Abschaltphase gerade hinter uns. Die nächste folgt um die Mittagszeit. Wir sind genau im Zeitplan. Macht weiter so. Energiespeicher, bist du bereit für die nächste Abschaltphase? Ja, ich bin geladen und bereit, für die Wärmepumpe zu übernehmen. Perfekt. So schaffen wir es, dass niemand auf warmes Wasser verzichten muss. Die Dekarbonisierung fordert uns alle. Ich bin echt stolz, dass wir diese Herkulesaufgabe gemeinsam stemmen. Mit einer guten Planung im Vorfeld und meiner Kontrollfunktion wird unser Heizsystem erst richtig wirtschaftlich und zufriedenstellend. So, meine Kollegen, ich gehe bald in den Feierabend. Heute war mit strahlend blauem Himmel und viel Sonnenschein wieder ein erfolgreicher Tag. Das ist gut. Vielen Dank. Wir stehen kurz vor der nächsten Abschaltphase. Speicher, bist du bereit? Jederzeit einsatzbereit. Ausgezeichnet. Wir gehen um 23 Uhr in den Schlafmodus, bevor morgen die nächste Herausforderung ansteht. Muss ich für den Abend noch irgendetwas wissen? Nein, laut meinen Aufzeichnungen verläuft alles normal. Wir haben heute wieder sehr viel CO2 eingespart. Und morgen geht's im gleichen Stil weiter.